Herzlich willkommen bei der dritten Folge von der Bachelorette. Und weil in dieser Folge so viele Kandidaten die Chance hatten, um Julia ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich gedacht, machen wir jetzt einfach mal ein 1-zu-1-Coaching mit dem Dino, weil der hat ja einen speziellen Job. Ich arbeite als Flirt- und Dating-Coach. Ich versuche, den Männern aufzuzeigen, wie man besser interagiert mit Frauen. Genau, und das könnte die einen oder andere tatsächlich sehr gut brauchen. Heinz, was meinst du? Bist du dabei? Ja, warum nicht? Also Dino, dann erzähl doch einfach einmal der Klasse, was Julia deiner Meinung nach für einen Mann braucht. Okay. Ein Mann, der ihre Sicherheit, Geborgenheit gibt, wo sich öffnet, wo Emotionen zeigt. Und wie soll es das am besten machen? Also wie sollen sich die Männer jetzt verhalten? Du musst auffallen. Der erste, der vom Dino jetzt ein bisschen unter die Lupe genommen wird, ist der Kevin. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Dino mir für Tipps gibt, wie dass ich die auch umsetzen kann, weil ich bin jemand, der gerne Kopf gestört ist. Und mit dem bist du wahrscheinlich der einzige Kandidat in dieser Villa. Aber komm, jetzt hast du doch ein Date mit der Julia, erzähl doch einfach mal etwas von dir. Ja, eben, ich bin jetzt Chauffeur. Chauffeur? Und ich würde gerne wieder ins Büro wechseln. Ich würde mal sagen, das ist jetzt noch ein bisschen ausbaufähig. Can, du brauchst, glaube ich, Tipps vom Dino nicht, hast du gemeint? Klar bin ich ein Naturtalent im Flirten. Mein bester Flirtspruch ist, bist du glücklich oder vergeben? Okay, Dino, was meinst du zu dem? Vielleicht ein bisschen zu direkt. Der Can hat aber noch andere Herangehensweisen und darum hat der Julia dann etwas vorgerappt. Das würde ich aber auch nicht machen. Ich glaube aber, die Rap-Einlage hat der Julia eigentlich schon gefallen. Beim Can hatte ich mega Freude, dass er für mich gerappt hat. Er hat sich etwas mega Schönes einfallen lassen, so aufs Spontane. Und ich liebe Menschen, die kreativ sind. Auch der Peter braucht den Dino nicht. Ich weiss, man flirtet, wie das alles abgeht. Immer so halb Romantiker, halb Arschloch. Das ist einfach das, was eine Frau will. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das unterschreiben würde. Fragen wir sonst mal über anders. Matthias, was meinst du? Kommt der auch wieder Frauen? Der Peter ist extrem charmant, aber er ist nicht gerade unbedingt die hellste Leuchte. Ich denke, es liegt auf der Hand. Am Abend hat der Peter aber trotzdem ein Einzeldate und ich würde sagen, er geht relativ selbstsicher an diese Sache an. Sag mal so, das, was kommt, wird sie niemals erwarten. Alles oder nichts. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich erwarte so eine heftige Mischung aus Arschloch und Romantik, so wie er es gesagt hat. Like und ich habe ihr ein kleines Versprechen gegeben mit dem Stirnkuss, dass ich um sie kämpfen werde. Das hätte mir jetzt nicht erwartet. Peter ist eben insgeheim schon ein Softie. Einen Tag später hat Julia sich verabredet mit dem Heinz, dem Marcel und dem Giuliano und sie machen etwas mega Cooles im Wasser. Keine Ahnung. Wir fahren heute Jetski. Ah ja, genau. Und dann müssen die Jungs eben selber entscheiden, welche zwei von diesen drei dürfen Jetski fahren und wer muss am Strand zurückbleiben. Und da hat Marcel einfach mal seine Meinung rausgelassen. Wenn sie das selber nicht entscheidet, dann lasse ich euch zwei den Vortritt und dann scheiß ich. Ich glaube, da hat er vergessen, dass der Dino ja eigentlich gesagt hat. Gebt Gas, wenn er die Frau wählt, gebt Gas. Sie soll froh sein, dass ich überhaupt da bin. Das heißt, ich muss mich hier nicht durchsetzen gegen welche anderen Männer. Sowas muss ich nicht machen und sowas habe ich auch nicht nötig. Brauche ich auch nicht. Und darum hat Julia den Marcel heimgeschickt und ihm eigentlich einen Korb gegeben, weil er halt einfach zu wenig Interesse gezeigt hat. Verstehe ich gerade nicht. Wo habe ich denn einen Korb bekommen? Puh, was der Marcel macht, ist mir eigentlich egal. Der Salvatore hat jetzt zwar nicht direkt ein Date mit der Julia, aber er bereitet sich schon auf die nächste Wasser-Challenge vor. Er lernt jetzt nämlich schwimmen. Auf die Seite. Safety first. Immer durch, du bist lustig, oder? Nein, niemals. Aber ich finde die ganze Aktion eigentlich relativ herzig. Es sind doch die kleinen Sachen, die zählen. Oder, Dino? Du hast einfach perfekt drauf. Und Dino, zum Abschluss von diesem Video, finde ich, kannst du uns doch noch den allerletzten Tipp geben, wie man am besten mit Frauen umgeht. Bitte. Du kannst das ein bisschen testen, wie wohl sie sich fühlt. Ich nehme die Hand ab und zu, einfach nur ganz kurz so. Und dann merkst du zum Beispiel, wenn sie wegzieht, okay, sie fühlt sich nicht wohl. Du Schlawiner. Genau. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, dann tu doch einfach abonnieren und wir sehen uns schon gleich. Hallo Jungs. Peace out. Wir sehen uns.